Hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Max hat mich gebeten, einmal kurz darzustellen, warum sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Wissenschaftskommunikation befassen sollten. Und mir sind vier gute Gründe eingefallen. Grund Nummer eins. Wer Wissenschaftskommunikation betreibt, der kommuniziert ja nicht mit der Fachcommunity wie normalerweise, sondern mit der Allgemeinheit. Das heißt, man muss seinen Forschungsgegenstand allgemeinverständlich ausdrücken, was unter Umständen dazu führt, dass man ihn nochmal mit anderen Augen betrachtet und dabei vielleicht sogar tiefer durchdringt. Grund Nummer zwei. Wer in Social Media kommuniziert, bekommt Feedback von außen, von Menschen mit anderen Perspektiven auf den eigenen Forschungsgegenstand. Ja, und das sind Impulse, die einen vielleicht auf Gedanken bringt, die man nicht hätte, wenn es diese Impulse nicht geben würde. Grund Nummer drei. Wissenschaftskommunikation zählt zum Bereich Transfer. Und neben Forschung und Lehre ist die dritte Säule Transfer immer wichtiger im Hochschulbereich. Das zeigen zahlreiche Förderprogramme. Wer also nicht nur Erfahrungen sammelt in der Lehre und der Forschung, sondern auch im Bereich Transfer, der verschafft sich Bewerbungsvorteile. Und Grund Nummer vier, gesellschaftliche Verantwortung. Die aktuellen gesellschaftlichen Themen wie die Corona-Pandemie oder der Klimawandel zeigen, dass in den sozialen Medien viel diskutiert wird, aber auch viel Unwissen eingebracht wird, Fake News, Meinungswissen und so weiter. Und dort in die Diskussionen muss das wissenschaftliche Wissen hinein. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten in diese Diskussion einsteigen und dort wissenschaftliche Themen in die Diskussion einbringen. Ja, und das wären vier gute Gründe, um sich sofort in die Wissenschaftskommunikation zu stürzen. Viel Spaß dabei!